Es ist jedes Mal ein einzigartiger Moment bei jedem Heimspiel von Paris Saint-Germain, wenn die Spieler mit dem offiziellen Mannschaftsbus ankommen und über den roten Teppich ins Stadion schreiten. Freudig erwartet von Hunderten von Fans, die ihre Helden bejubeln. Und jetzt nehmen uns die Stars mit in ihren Bus. Wer sitzt wo und was passiert vor großen Spielen? Ich sitze hier mit Sirigu. Er ist mein Busbuddy. Die Südamerikaner sitzen um uns herum. Wir unterhalten uns und haben einfach Spaß zusammen. Neben mir sind noch Matuidi, Duchesse und gerade auch Kabay. Das ist gut, weil wir Französisch sprechen und ich die Sprache weiter lernen kann. Das ist mir wichtig. Ich war einer der Ersten, die hergekommen sind, um das neue Großprojekt PSG anzugehen. So konnte ich mir meinen Platz aussuchen. Alle Sitze sind bequem und deswegen fiel mir die Wahl nicht schwer. Der war einfach frei. Ich höre Musik oder ich spiele mit Sirigu auf dem iPad. Aber wir haben keine Routine vor einem Spiel. Wir versuchen einfach noch etwas zu entspannen und uns auf das Match vorzubereiten. Das ist schließlich unser Tageshöhepunkt. Ich versuche ein paar Sachen im Vorfeld im Kopf durchzuspielen, die ich im Match umsetzen will. Aber das meiste kommt automatisch. Du kannst auch nicht jede Situation im Vorfeld durchspielen, weil schlichtweg alles passieren kann. Zu viel Gedanken machen kann dann eher hinderlich sein. Deswegen telefoniere ich vorher mit meiner Familie. Das mache ich jedes Mal. Das gibt mir ein gutes Gefühl, bevor es auf dem Rasen geht. Das ist ein unglaublicher Moment, weil alle Fans auf uns warten. Das motiviert uns nochmal und wir genießen diesen Gang vom Bus ins Stadion. Ich persönlich liebe es, so in Empfang genommen zu werden. Es ist wichtig, dass wir das nutzen, uns daraus einen Vorteil verschaffen, weil es so etwas nicht bei jedem Club gibt. Und dass gerade wir es haben, ist fantastisch für uns. Wenn wir das Spiel gewinnen, ist jeder im Bus einfach überglücklich. Wir sind laut, manche singen, andere brüllen einfach herum. Das ist normal. Aber wenn wir verlieren, dann ist es komplett anders. Es ist absolut still. Alle denken darüber nach, was wir hätten anders machen können. Also ja, es ist komplett vom Ergebnis abhängig, was passiert.